Hallo, hier ist Muho aus Osaka. Heute endlich mal wieder vor einer anderen Kulisse. Nicht sehr viel anders, aber ein klein wenig anders. Weiter geht es mit den Fragen in meinem Fragenkatalog. Die erste Frage für heute. Wenn das, was Buddha sagte, durch die vergangene Zeit nicht mehr greifbar ist, was ist dann die Grundlage der Lehre? Das bezieht sich auf die Videos, wo ich zum Teil die Autorität des Pali-Kanon hinterfragt habe und auch bei Dogen gesagt habe, ja, Shobogenso, da sagt der Dogen mal das, Wiedergeburt zum Beispiel. Einmal sagt er, nachdem der Mensch gestorben ist, kehrt er nicht zurück ins Leben. Und dann im selben Werk, Shobogenso, sagt er, nach dem Tod und im neuen Mutterleib, dann nimm wieder Zuflucht zu den drei Schätzen. Wie geht das zusammen, ne? Und naja, ich habe gesagt, Pali-Kanon zum Beispiel, ne, das wurde ja alles erst Jahrhunderte nach dem Tod des Buddha niedergeschrieben. Das waren Konferenzen, wo jeder vermutlich was mitzureden haben wollte, ne? Angeblich war es der Ananda, der da immer vortragen durfte. So habe ich den Meister sprechen gehört, ne? Aber die anderen Schüler, die wollten da wahrscheinlich auch ein bisschen mitreden. Und das wurde dann schon noch redigiert, ne? Insofern, was der Buddha wirklich gesagt hat, weiß man nicht, ne? Weiß man nicht. Und was Dogen sich wirklich gedacht hat über Wiedergeburt, weiß man nicht, ne? Und dann ist natürlich die Frage, was ist dann die Grundlage der Lehre? Es wäre doch so schön, wenn wir das in Stein gemeißelt hätten, ne? So wie die 10 Gebote, die der Mose da vom Berg Sinai war das, glaube ich, mit runtergebracht hat, ne? Wenn das so in Stein gemeißelt wäre und da gäbe es keinen Zweifel, dass der Buddha das auch so gesagt hat, ne? Leider haben wir diese Steintafeln nicht, ne? Was ist dann die Grundlage der Lehre? Vielleicht zunächst mal solltest du dir erlauben, dich selbst zu fragen, ja, und wenn es keine Grundlage gibt, wenn mir jetzt plötzlich der Boden unter den Füßen weggezogen wird und ich stelle fest, es gibt nicht diese in Stein gemeißelte Lehre, ist das wirklich so schlimm? Oder kann das nicht auch eine Befreiung sein? Zu erkennen, das wird Tag für Tag immer wieder neu, ja nicht verhandelt, ne, aber du musst es Tag für Tag immer wieder von neuem entdecken. Und wenn ich das sage, dann klingt das wahrscheinlich für viele so, okay, das kann ich mir dann selber ausdenken, ne? Was ich für die Lehre handle, das kann ich ja selber dann entscheiden, ne? So ist es auch nicht, ne? Also ein Vergleich wäre jetzt zum Beispiel Grundgesetz, ne? Es gibt ja in der Bundesrepublik Deutschland ein Grundgesetz. Da steht aber nicht am Anfang, dieses Grundgesetz ist eine ewige Wahrheit, sondern das Grundgesetz wird auch geändert. Das bedeutet natürlich nicht, dass jeder Deutsche sich sein Grundgesetz selber zurechtmachen kann, sondern das muss natürlich schon diskutiert werden. Das geht durch die demokratischen Gremien und ich kenne mich leider nicht genau aus, ob es jetzt der Bundestag ist oder der Bundesrat und wie viel Prozent sich dafür entschließen müssen, aber das muss dann natürlich schon von den entsprechenden Gremien beschlossen werden. Das Grundgesetz kann man nicht so von Tag zu Tag nach der eigenen Fasson ändern. Aber es ist auch nicht in Stein gemeißelt. Und wenn wir jetzt über die buddhistische Lehre sprechen, ich würde sagen, die Grundlage der Lehre ist die Praxis im Alltag und zwar nicht deine Solo-Praxis, sondern die Praxis in der Sangha mit einem Meister.
Auf die Weise wird der Dharma weitergegeben. Ne? Also Bodhidharma hat ja gesagt, es ist nicht in den Sutren, wo du die Lehre findest. Und die Frage ist ja dann, wo dann? Ne? In der gemeinsamen Praxis von Meister und Schüler. Ich werde mal wieder den Link dazu einem Artikel von Uchiyama setzen. Ne? Der schreibt ja darüber, woran man denken sollte, wenn man Mönch werden will. Ne? Was du wissen willst, wenn du dich dafür entschlossen hast, Mönch zu werden. Beziehungsweise, was ich auch empfehlen kann, gibt es leider nur in Englisch. Die Artikel, die ich früher auf der Antaiji Homepage geschrieben habe, mit dem Titel Adult Practice, Praxis für Erwachsene, und da gab es so eine Miniserie innerhalb dieser Serie, What It Takes to Become a Full-Fledged Soto Monk. Ne? Und da schreibe ich auch letztlich, was sind die Kriterien für Dharma-Übertragung zum Beispiel, ne? Wie ich das erfahren habe im Antaiji, beziehungsweise wie ich selber praktiziert habe in Antaiji. Ne? Und zum einen ist es wichtig, und das habe ich immer wieder gesagt, dass du einen Lehrer hast, ne? Und nicht nur einen Lehrer, den du ab und zu mal für ein Session triffst, sondern mit dem du auch tatsächlich zumindest zu einem gewissen Grad den Alltag, das Alltagsleben teilen kannst. Ne? Und nicht nur du und der Lehrer, sondern da ist auch noch so eine horizontale Verbindung, jetzt nicht im anstößigen Sinne, sondern horizontal, also vertikal bist du über deinen Lehrer letztlich mit dem Buddha verbunden, aber dann hast du auch Dharma-Brüder und Dharma-Schwestern, beziehungsweise da sind noch die Dharma-Onkels und Dharma-Tanten des Lehrers. Und in diesem Raum, ne, in diesem Raum wird letztlich immer wieder neu die Lehre hinterfragt und entdeckt, ne? So würde ich das sagen. Leben wir alle in der gleichen objektiv messbaren Welt, beginnt die nächste Frage. Oder lebt jeder in seiner eigenen Welt? Ist die Welt unser Spiegel? Die Antwort auf alle drei Fragen ist ja. Wir leben alle in der gleichen objektiv messbaren Welt, in der die Sonne im Osten aufgeht und im Westen untergeht, wo ein Jahr 365 Tage hat, außer den Schaltjahren, alle 4 Jahre. Ne? Und bei 100 Grad beginnt Wasser zu kochen. Und das gilt für den Dalai Lama genauso wie für den Hans Wurst, ne, der hier vor der Kamera sitzt. Aber wir leben auch jeder in seiner eigenen Welt. Wenn ich eine Stunde Sazen mache und wenn du eine Stunde Sazen machst, das sind zwar in beiden Fällen 60 Minuten, aber das ist eine ganz andere Zeit, eine ganz andere Welt, die sich da abspielt. Und in dem Sinne kann man tatsächlich sagen, dass die Welt unser Spiegel ist. Das erste, die objektiv messbare Welt, die wir uns alle teilen, das ist die sogenannte relative Wahrheit im Buddhismus. Und diese eine Welt, die sich mit keiner anderen vergleichen lässt, deine Welt, in der sich die ganze Welt spiegelt, ne? Dieser eine Tropfen am Spinnennetz, in dem sich das ganze Spinnennetz erst manifestiert. Das ist die absolute Wahrheit, ne? Und die passen manchmal nicht so gut zusammen. Deshalb habe ich ja auch in der Vergangenheit vom inneren Widerspruch des Buddhismus gesprochen, ne? Beide Wahrheiten, die relative und die absolute, sind wichtig. Beide werden vom Buddhismus bejaht, aber sie scheinen sich zu widersprechen. Was hältst du von den Tafeln von Chartres bzw. vom Schielen als Meditationstechnik? Lautet die nächste Frage. Die Tafeln von Chartres musste ich erstmal googeln. Ne? Ich hatte davon noch nie gehört.
Interessanterweise, obwohl Chartres ja in Frankreich liegt, findet man zu dem Thema hauptsächlich deutsche Seiten, ne? Auch im Englischen sehr wenig. Obwohl, den Namen habe ich jetzt vergessen, aber der Herr, der das im Deutschen populär gemacht hat, stammt, glaube ich, ursprünglich aus entweder Kanada oder den Vereinigten Staaten, ne? Aber auch im Englischen findet man dazu nichts, ne? Also vermutlich das deutsche Publikum hat davon gehört, ne? So Tafeln und wenn man die im Kreuzblick anguckt, ne? Also das rechte Auge schaut auf die linke Tafel und das linke auf die rechte, ne? Und das macht man, indem man so einen Finger dahin hält, ne? Dann sieht man in der Mitte eine dritte Tafel, ne? Und das ist bei diesen Tafeln ganz interessant zu sehen, wie der rote Kreis plötzlich zu einem blauen Kreis wird, beziehungsweise so ein Rot und Blau überlagert und das schaut dann lila aus, ne? Und das soll angeblich dabei helfen, die linke und die rechte Hirnhälfte ins Gleichgewicht zu bringen. Und das soll eine lange geheim übermittelte Meditationstechnik sein, ne? Wobei, naja, wenn das schon über Jahrhunderte übermittelt wurde, ist es natürlich komisch, warum ist das nur in Deutschland so ein Verkaufsschlager, ne? Aber lustig ist es schon, ne? Lustig ist es schon, genauso wie diese Bilder, wo man zuerst einen Hasen sieht und plötzlich sieht man eine Gans, ne? Oder die alte Frau sieht plötzlich wie eine junge Frau aus, ne? Lustig beziehungsweise schon interessant, weil es beim Verstehen der fünf Skanda hilft, ne? Dass Wahrnehmung nicht dasselbe ist wie Begreifen, ne? Da ist ein Schritt dazwischen. Wir sehen etwas, aber plötzlich sehen wir es anders. Und warum? Weil das zweite Skanda, die Wahrnehmung, nicht dasselbe ist wie das dritte Skanda. Darüber habe ich schon gesprochen, als es ums Herz-Sutra ging, ne? Okay, wir sehen uns morgen wieder.